Willkommen bei Dino Calisthenics. Mein Name ist Achim, ich bin Calisthenics-Athlet und mein Ziel ist es, euch besser in der Sportart zu machen oder euch dabei zu helfen, damit zu starten. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euren ersten Tipp hinbekommen könnt oder was ihr tun könnt, wenn ihr vielleicht schon Sport oder Krafttraining betreibt und trotzdem keinen Tipp schafft. Das Video ist aber genauso etwas für dich, wenn du gar keinen Sport oder Calisthenics oder Krafttraining betreibst und damit jetzt es schaffen willst. Der Tipp ist ähnlich wie der Liegestütz eine grundlegende Kraftübung für die drückende Muskulatur. Also hauptsächlich für die Brust, die Schultern bzw. die vorderen Schultern und den Trizeps. Wenn ihr also einen Dip beherrscht, dann hat das sehr viele Vorteile für euch und für euer Training. Mit ihm könnt ihr nämlich die Druckmuskulatur, die eine wichtige Komponente eures Körpers ist, sehr effizient und natürlich trainieren. Es zahlt sich also wirklich aus, einen ersten Tipp und dann auch weiterführend mehrere Tipps zu lernen. Das kann man dann meistens dadurch schaffen, dass man einfach versucht, immer mehr und mehr Wiederholungen hinzubekommen. Wir werden uns jetzt zuerst einmal ansehen, wie ein richtiger Tipp überhaupt aussehen sollte und was zu beachten ist. Und dann werden wir uns ansehen, wie man ihn lernen kann und welche Fehler, die dazu führen können, dass man ihn trotz regelmäßigem Training nicht hinbekommt, oft gemacht werden. Wenn ihr glaubt, die richtige Ausführung schon zu kennen und direkt zu dem Teil im Video springen wollt, in dem ich erkläre, wie man ihn lernen kann, dann könnt ihr jetzt zu der Zeit, die gerade eingeblendet ist, vorspulen. Ansonsten starten wir jetzt. Wie sieht ein richtiger Tipp eigentlich aus? In der Ausgangsposition solltet ihr schon vor allem darauf achten, stabil zu sein. Drückt dafür eure Schultern nach vorne und nach unten, also sozusagen vom Hals weg, so als würdet ihr es versuchen, euren Kopf möglichst hoch zum Himmel zu strecken. Der Kopf selbst sollte allerdings trotzdem in einer neutralen Position bleiben. Auch euren Bauch, den Po und die Beine solltet ihr für möglichst gute Stabilität anspannen und eher leicht vor den Körper bringen als nach hinten. So seid ihr nämlich stabiler. Wenn euer Bein hoch genug ist, würde ich es euch außerdem empfehlen, die Beine nicht anzuwinkeln, um so stabiler zu sein. Von dieser Position aus geht er dann nach unten. Ziel sollte es sein, mit den Oberarmen möglichst in die Horizontale zu kommen. Wenn er stark genug seid, könnt ihr aber ruhig auch noch tiefer gehen. Da tiefer natürlich schwieriger ist, wisst ihr das am Anfang aber nicht. Und auch wenn ihr es am Anfang nicht bis in die Horizontale schafft, ist es nicht so schlimm. Das Ziel sollte es allerdings sein und es ist besser, einen sauberen Tipp zu machen, als viele, bei denen ihr kaum heruntergeht. Wichtig ist es, dass ihr immer nur so tief geht, wie ihr stabil bleiben könnt und nicht anfängt, schief zu drücken oder auszuweichen. Die Stabilität ist beim Dip sehr wichtig. Egal wie tief ihr seid, ihr solltet immer darauf achten, dass eure Ellbogen in einer stabilen Bahn bleiben und vor allem eher neben dem Körper geführt werden und nicht zu sehr nach vorne kommen. Das ist die natürlichste Art und Weise, euch hochzudrücken und so solltet ihr auch am stärksten sein und die Muskeln, die ihr trainieren wollt, am ehesten treffen. Zu sehr nach hinten solltet ihr allerdings auch nicht fallen, da ihr sonst die Stabilität in der Schulter verlieren könnt. Die ideale Bewegungsbahn eurer Ellbogen hängt aber auch sehr von der Breite des Bahn und von eurer eigenen Anatomie ab. Wenn ihr die Dips in einem engen Bahn macht, werdet ihr die Ellbogen eher enger am Körper führen und ansonsten ist es umgekehrt. Wenn ihr die Wahl habt, dann solltet ihr in etwa schulterbreit oder vielleicht ein kleines bisschen breiter greifen bzw. einfach so greifen, wie es sich für euch am stabilsten anfühlt. Beim Hochgehen solltet ihr nach jeder Wiederholung wieder versuchen, kurz in die stabile Ausgangsposition zu kommen. Was ihr natürlich auch nicht machen solltet, ist es ruckartig Schwung zu nehmen. Den Griff solltet ihr ruhig fest anlegen und mit dem Daumen zupacken und weder zu weit in die eine noch in die andere Richtung drehen, um eine möglichst gute und stabile Kraftübertragung zu haben. Dips könnt ihr theoretisch zwischen den verschiedensten Gegenständen machen und nachher gibt es auch die Möglichkeit, sich die Breite einzustellen. So, jetzt wissen wir mal, wie das Ganze aussehen sollte. Jetzt wollen wir uns aber natürlich auch anschauen, wie man überhaupt dahin kommt. Was wie bei vielen anderen Übungen auch beim Dip sehr wichtig ist, um den Trainingsprozess grundlegend zu verstehen, ist es zu wissen, dass es sich bei einer Übung, die für denjenigen, der sie ausführt, unmöglich oder nahezu unmöglich oder einfach sehr schwer ist, immer um eine Maximalkraftbelastung handelt. Das bedeutet, man schafft keine, nur eine oder sehr wenige Wiederholungen und hat eben deshalb eine sehr hohe Belastungsintensität, die allerdings nur kurz anhält. Ob etwas als Maximalkraftbelastung zählt oder nicht, hängt nicht davon ab, ob die Übung für jemand anderen vielleicht leicht oder schwer ist. Es hängt nur davon ab, wie relativ schwer sie für denjenigen ist, der sie gerade ausführen will. Um jetzt für eine Maximalkraftbelastung zu trainieren, sollte man deshalb eher Übungen machen, die einen recht intensiv und dafür aber auch nur recht kurz fordern. Außerdem ist es sehr wichtig, dass man die Zielbewegung beim Training möglichst realistisch nachahmt. Ihr werdet nämlich zu einem großen Teil auch dadurch stärker, dass ihr lernt, die Bewegung effizienter auszuführen und dass euer Nervensystem lernt, die Muskeln effizienter anzusteuern. Aus diesem Grund sind erleichterte Dips, also Banktipps, und vor allem aber negative und Holds bzw. Versuche dann wieder hochzukommen, die mit Abstand wichtigsten Übungen, um einen Dip zu lernen. Dabei ahmt ihr nämlich die gesamte Bewegung oder Positionen der Bewegung möglichst realistisch nach
und ihr habt dabei auch nur eine relativ kurze, aber intensive Belastungszeit. Zumindest wird das bei diesen Übungen für euch so sein, wenn ihr noch keinen Dip schafft. Eine Ausnahme sind die Banktipps, da schafft ihr vielleicht schon mehr. Schauen wir uns das Ganze aber einmal genauer. Es ist natürlich naheliegend, den Dip erst einmal zu erleichtern oder Abwandlungen zu machen, wenn man gar keinen einzigen schafft. Dazu könnt ihr zum Beispiel Banktipps machen. Ihr sucht euch eine Kante und greift dann ähnlich breit wie beim Dip, um die Bewegung auszuführen. Für Schultern und Ellbogen gilt das gleiche wie beim normalen Dip und die Beine sollten nicht zu weit weg sein, sondern eher so platziert sein, dass ihr beim Runtergehen gerade nicht an der Kante anstößt. Euer Po, die Beine und der restliche Körper sollte natürlich unter Spannung sein. Die Schwierigkeit könnt ihr euch durch die Beinposition einstellen. Ihr solltet keine zu niedrige Kante wählen, so dass ihr dann nicht mehr tief genug gehen könnt. Auch hier ist es wieder das Ziel, die Oberarme in die Horizontale oder tiefer zu bringen. Außerdem solltet ihr wie beim normalen Dip darauf achten, stabil zu bleiben. Was euch sonst natürlich auch helfen kann, da dabei teilweise die gleichen Muskeln trainiert werden, sind normale Liegestütze oder Liegestütze, bei denen ihr ein Stück tiefer gehen könnt. Liegestütze sind grundsätzlich leichter als Dips und falls ihr die noch nicht schafft, wäre es eventuell sinnvoller, sie zuerst oder zumindest zeitgleich mit den Dips zu lernen. Wenn ihr euch das Video zum Liegestütz anschauen wollt, dann findet ihr den Link dazu in der Videobeschreibung. Da die Liegestütze und die Bankdips sowie manche andere Übungen für die Druckmuskulatur aber um einen vielfachen Grad leichter sind als normale Dips, stellen sie meistens keinen Maximalkraftreiz dar. Es sei denn, ihr schafft trotz großer Anstrengung nur eine einzige oder sehr wenige Wiederholungen. Deshalb sind sie zwar nützlich, um den Körper zu kräftigen und um mehrere Wiederholungen machen zu können und sich somit auch die Bewegung besser einzubringen, sie sind aber nicht die wichtigste und effizienteste Übung, wenn es darum geht, den Dip zu lernen. Ihr könnt zwar auch Sätze mit vielen Wiederholungen machen, es ist ja nämlich auch nicht schlecht, Abwechslung ins Training einzubauen oder Übungen zu machen, von denen man auch viele Wiederholungen schafft. Das würde ich im Training dann allerdings nicht an erster Stelle machen, sondern eher nachdem ihr Maximalkraftreize gesetzt habt. Warum, erkläre ich noch später. Eine Ausnahme davon wäre das Aufwärmen, da solltet ihr dann aber natürlich nicht bis ans Limit gehen. Was eigentlich viel wichtiger ist, wenn ihr möglichst schnell euren ersten Tipp lernen wollt, ist es negative Wiederholungen, Versuche oder Holds zu machen. Es handelt sich dabei eigentlich um drei verschiedene Übungen, aber das Ziel sollte es bei allen sein, wie beim Negativen, möglichst langsam und kontrolliert nach unten zu kommen, beim Hold eventuell nicht ganz so langsam nach unten zu kommen und dann dort aber zu verweilen oder eben zu versuchen, dann wieder nach oben zu kommen. Je nachdem wie stark ihr seid, werdet ihr eben eine der jeweiligen Abwandlungen hinbekommen. Bei allen davon solltet ihr wie beim normalen Tipp auf eine saubere und kontrollierte Ausführung achten und euch wirklich auf die Druckbewegung konzentrieren. Ich würde es euch empfehlen, vor allem die für euch möglichst schwierige Variante zu machen. Eine andere Abwandlung, die ihr sonst auch machen könnt, sind Dips, bei denen ihr nicht ganz so tief geht und dafür aber wieder nach oben kommt. Dabei solltet ihr dann versuchen, euch von Mal zu Mal zu steigern und immer tiefer zu kommen. Das macht allerdings nur Sinn, wenn ihr schon ein wenig nach unten kommt. Einfach zu versuchen, nach unten zu gehen und wenn ihr es schafft, dann dort zu bleiben und dagegen zu drücken oder eben noch besser zu versuchen, euch wieder nach oben zu drücken, wird euch sehr dabei helfen, stärker zu werden. Dabei setzt ihr nämlich den realistischsten Reiz überhaupt und deshalb wird sich euer Körper so auch ideal anpassen können. Seid dabei konzentriert und kämpft wirklich, um nach oben zu kommen. Manchmal kommt man nur ganz langsam nach oben und man muss einfach dranbleiben und den Muskel weiterhin ansteuern, bis es geht. Diese Übungen solltet ihr so oft wie möglich machen, wenn ihr einen Dip lernen wollt. Bevorzugt eben die für euch möglichst schwierige Variante der 3. So oft wie möglich heißt es, so oft wie es eure Kraft und eure Regeneration zulässt. Wenn ihr euch sehr schlecht regeneriert oder einfach nur schwach oder schlapp fühlt, kann es natürlich auch Sinn machen, mal Pause zu machen. Falls das nicht der Fall ist, könnt ihr je nach eurer Zeit und euren Prioritäten aber vermutlich bis zu 4 bis 7 Mal die Woche für den Dip trainieren. Weil ihr möglichst frische Kraft haben solltet, wenn ihr eine Maximalkraftbelastung mit möglichst hoher Qualität durchführen wollt, würde ich es euch empfehlen, diese Übungen eher am Anfang eures Trainings zu machen. Ihr könnt sie dann so lange machen, bis ihr sie nicht verschafft oder nicht mehr ordentlich hinbekommt. Es ist für euren Körper wirklich wichtig, dass ihr möglichst qualitativ hochwertige Versuche macht, damit ihr sich richtig anpassen kann und damit ihr die Bewegung richtig einlernen könnt. Das geht nicht, wenn ihr nach einer Übung oder einem Versuch nur 20 bis 30 Sekunden Pause macht und dann gleich wieder startet. Ihr solltet dazu ruhig eine längere Pause von ruhig 1 bis 4 Minuten machen und dazwischen vielleicht etwas anderes machen, bis ihr wieder 1, 2 oder vielleicht sogar 3 Wiederholungen der Übungen, die ich vorher erklärt habe, macht. Mehr braucht ihr in einer Runde oder in einem Satz nicht machen. Die Qualität ist hier wirklich das Wichtigste. Ihr könnt diese Übungen auch während eures Alltags immer wieder wo machen, zum Beispiel zu Hause oder woanders, wo ihr die Gelegenheit dazu habt. Es gibt zwar auch zahlreiche andere Übungen für die benötigte Muskulatur, die hilfreich sein könnten, um einen Dip zu lernen. Und es kann zum Beispiel auch Sinn machen, Ausdauertraining zu betreiben, um abzunehmen, falls man zum Beispiel so schwer ist. Aber falls ihr diese Methoden oder diese Übungen machen wollt, dann solltet ihr sie trotzdem in der richtigen Reihenfolge in euer Training einbauen.
Ein Fehler, den nämlich sehr viele machen, ist es, dass sie solche Übungen, von denen sie schon mehrere Wiederholungen schaffen, oder im Ausdauertraining vor oder anstatt den Maximalkraftübungen in ihr Training einbauen. So signalisieren sie dem Körper allerdings nicht, dass er die entsprechenden Muskeln auf diese Maximalkraftbelastung, die dann beim Dip auf sie einwirken wird, vorbereitet. Das wird deshalb in den meisten Fällen auch bei weitem nicht die effizienteste Art sein, einen Dip zu lernen. Wenn ihr deshalb andere Übungen machen wollt, ist das ja auch gut. Ich würde es euch aber trotzdem empfehlen, die Prioritäten entsprechend zu setzen. Und wenn ein Dip für euch Priorität hat, dann würde ich das Training für ihn auch mit frischer Kraft machen. Ein weiterer Fehler, den viele machen, ist es, Dips vor allem mit starken Bändern zu trainieren. Dabei wird vergessen, dass diese Übung dann keinen realistischen Reiz mehr darstellt, weil der untere, in echt schwerere Teil der Bewegung so unverhältnismäßig stark erleichtert wird. Das Band kann zwar okay sein, wenn es darum geht, sich die Bewegung einzulernen, aber auch das würde ich dann im Training nicht zuerst machen, sondern eher dann machen, wenn ihr keine Kraft mehr für Versuche, negative oder Holds mehr habt. Wenn ihr Dips unbedingt mit Bändern trainieren wollt, dann macht das also trotzdem nicht so oft. Bändern außerdem mit einem möglichst leichten Band, mit dem ihr nur ganz wenige Wiederholungen oder nur eine Wiederholung schafft, so dass sich euer Körper an die wirkliche spätere Belastung besser gewöhnen kann. Macht es euch nicht zu kompliziert, wenn es auch einfach geht. Wenn ihr mir nicht glaubt, dass das die effizienteste Methode ist, um den Dip zu lernen, könnt ihr beides ausprobieren und dann die Fortschritte vergleichen. Wenn ihr also einen Dip lernen wollt, dann solltet ihr an erster Stelle negative Wiederholungen, Versuche oder Holds machen, weil das einfach die realistischsten Vorübungen sind. Alles andere schadet wie gesagt auch nicht und es macht ja auch Sinn, Übungen, von denen man viele Wiederholungen schafft, ins Training einzubauen. Das solltet ihr halt aber in der richtigen Reihenfolge machen, um euch die Kraft richtig einzuteilen. Macht die Übungen so oft, wie es für euch möglich ist und seid geduldig und bleibt konstant am Training dran, bis ihr euer Ziel erreicht habt. Für alle, die ganz konkret wissen wollen, wie das Training für euren ersten Dip aussehen könnte, habe ich hier einen beispielhaften Plan. Nach dem Warm-up macht ihr zuerst 8 Runden von der jeweils für euch schwierigsten möglichen Vorübung, also negative Versuche oder Holds. Ihr könnt auch zum Beispiel 4 Runden Versuche machen und wenn ihr dann nichts mehr hinbekommt, die anderen 4 Runden lang Holds machen. Zwischen diesen 8 Sätzen macht ihr jeweils 1-4 Minuten Pause oder ihr macht etwas anderes für eine andere Muskelgruppe. Versucht euch immer um euer Limit herum zu bewegen und wählt keine leichteren Variationen, wenn ihr auch eine schwerere schaffen würdet. Nachdem ihr 8 oder vielleicht auch mehr oder falls es gar nicht geht, weniger Runden gemacht habt, macht ihr im Training noch jeweils 6-mal so viele Wiederholungen von den Bankdips, wie es geht. Hier macht ihr dann 1-3 Minuten Pause und auch hier könnt ihr dazwischen ruhig etwas anderes machen. Dieses ganze Programm macht ihr dann 3-4 Mal die Woche. Wenn ihr es nur 2-mal macht, ist es auch nicht so schlimm, aber wenn es weniger wird, wird es wahrscheinlich kritisch, dass ihr wirklich Fortschritte zu sehen bekommt. Bitte beachtet, dass das nur ein Beispiel ist, das ihr in euer Training integrieren könnt. Wenn ihr mehr schafft, könnt ihr natürlich auch noch mehr machen. Aber das wäre eine von nahezu unendlich vielen Möglichkeiten zu starten. Wenn ihr merkt, dass für euch etwas anderes besser funktioniert, könnt ihr das ja machen oder könnt auch von dem, was hier steht, einfach etwas abändern. So wie es für euch einfach am besten passt. Wichtig ist es, dass ihr wie gesagt in Summe einfach möglichst viele Übungen, die für euch schwer sind, macht. Wenn ihr einmal euren ersten Tipp hinbekommen habt, dann bleibt weiterhin am Training dran und versucht wie bei den Versuchen einfach mehr und mehr Wiederholungen zu machen. So werdet ihr euch dann gut steigern können. Sobald ihr dann mehrere Wiederholungen schafft, werdet ihr vom Nutzen, den Tipps mit sich bringen, profitieren können und sie regelmäßig in euer Training einbauen können. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann könnt ihr euch die anderen Videos auf diesem Kanal, so wie zum Beispiel das Video zum Anfang mit Calisthenics, weiterhelfen. Ansonsten war's das mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen und ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal.